Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Das heutige Thema ist die Liebe über das Internet kennenzulernen. Ich spreche zuerst von meinen persönlichen Erfahrungen, erkläre dann die Vor- und Nachteile, erzähle dann, wie es in meinem Heimatland in Vietnam aussieht und am Ende kommen wir zu einem Fazit. Ich persönlich habe noch nie versucht, jemanden über das Internet kennenzulernen. Jedoch gibt es in meinem Freundeskreis viele, die ihre Liebe über das Internet kennengelernt haben. Es gibt viele Geschichten, wo das sehr gut funktioniert hat. Sprechen wir einmal über die Vorteile. Über das Internet ist es einfacher, Menschen aus anderen Städten und Ländern kennenzulernen. Auch kann man in den Dating-Apps einstellen, welche Interessen man hat, und somit ist es einfacher, Menschen mit denselben Interessen kennenzulernen. Es ist auch einfacher für Menschen, die nicht so viel Zeit haben, ständig auszugehen. Und somit ist es auch in gewisser Weise günstiger. Leider ist das Kennenlernen über das Internet auch gefährlich. Denn viele Menschen geben nicht ihre wahre Identität im Internet an. Sie benutzen falsche Informationen und falsche Bilder. Man kann den Charakter hinter einem PC nicht richtig kennenlernen. Oft geraten die Beziehungen nach den Internetbekanntschaften oft in einen Streit, weil man merkt, dass die Person in echt anders ist. In Vietnam gibt es viele Plattformen im Internet, über die man sich gegenseitig kennenlernen kann. Somit versuchen auch viele junge Menschen, ihre Liebe über das Internet kennenzulernen. Um zum Schluss zu kommen, würde ich sagen, dass wenn man sich über das Internet kennenlernt, dass man lange Zeit miteinander schreibt und auch telefoniert, bevor man sich kennenlernt, weil das kann sonst gefährlich sein. Doch grundsätzlich finde ich es besser, wenn man sich die Zeit nimmt, um jemanden persönlich kennenzulernen. Das war's mit meiner Präsentation. Ich danke euch für das Zuhören.